Hallöchen zunächst den Map-Vorstellung. Heute haben wir hier den Resuxwald in der Version 1.0 und die Map hat gerade mal 61 Megabyte. Ja, sie hat einiges an Wald zu bieten, man hört es ja schon aus dem Namen. Einige Felder sind aber allerdings auch drauf, ihr müsst dann halt durch den Wald fahren logischerweise, um auf die Felder zu kommen. Wenn nicht, macht da ein paar Bäume raus, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Platz dazu und dann könnt ihr auch mit Sicherheit auch hier irgendwo noch selber euch Felder erstellen. Die Karte beinhaltet praktisch 40 Waldgebiete, 19 Felder, einen Shop, ein Sägewerk und spezielle Missionen wohl scheinbar. So, deshalb, wir gucken gleich hier mal rein. Hier haben wir hier praktisch den Viehhändler verbaut. Hier haben wir auch schon die Tankstelle, den Shop und den Fahrzeughändler. Hier unten haben wir dann noch Sägewerk und die zwei Sägewerke, einfach die Produktion und den Verkauf hier am Start. Und sonst haben wir hier eigentlich nichts mehr auf der Karte. Ne? Müsst ihr alles selber platzieren. Was kosten denn die Sachen hier so im Durchschnitt? Ne? Man sieht es da unten, oder ich versuche es mal ein bisschen hier rüber zu schieben, dass das vielleicht ein bisschen besser sieht. Hier die Felder, ich denke, das ist schon okay so. Die Felder, ne? Also, ne? Vom Preis her 472, hier 600. 447 hat er eins kauft, dann könnt ihr welchen holzen hier und ja, doch auch eine feine Sache. Die Felder selber, ihr seht selber, ich denke, ja, sie sind nicht ganz günstig, aber sie sind auch nicht mega teuer. Ne? Hier zum Beispiel 39.000, hier zum Beispiel 47.000, ich denke, das ist okay so. Zum Startgehäuse gehört euch eigentlich nur hier was, ne, und dort was, ne, sonst gehört euch eigentlich gar nichts, müsst ihr also alles kaufen. Es gibt keine Tierstelle auf der Karte derzeit. Die müsst ihr dann auch selber setzen. Verträge habt ihr auf der Karte auch. Es sind hier auch andere Bilder versehen. Ne? Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig und das liegt an der Karte hier. Ja, Vieh habt ihr hier natürlich nicht. Hier die verschiedenen Fruchtsorten, genau das gleiche. Da ist alles Standard hier. Und Verkaufsstellen habt ihr, wie gesagt, nur die zwei. Den Shop halt, Ankaufspreis und Verkaufspreis ist jetzt da oben. Na, da könnt ihr zwar einiges herstellen, aber ja, genau. Ja, das war das. Sonst habe ich hier eigentlich nicht weiter was. Deshalb würde ich sagen, hüpfen wir doch gleich mal auf die Karte und hüpfen gleich mal zum Fahrzeughändler und gucken mal, was man uns denn hier so an Fahrzeuge zur Verfügung stellt. So. Ihr habt einen Großtraktor, ein Main-Mähtechnik, einen Schwader und einen Ladewagen. Keine Forschtechnik am Start. Es ist hier alles momentan nur Felder ausgelegt. So, ich habe jetzt hier ein paar Häuschen. Ne? Hier die Verkaufsstelle hier so ganz einfach hingepflastert. Passt aber soweit. Unterschiedlichkeiten inklusive Werkstatt habt ihr hier noch am Start. Hier habt ihr noch ein Silo am Start. Ne? Und hier drüben, wie gesagt, die Maschinen, hier laufen auch Personen rum. Na, hier ist natürlich nichts gekauft, deshalb gehen wahrscheinlich auch die Tore nicht auf. Ja, wie gesagt, auf der Karte laufen ein paar Leute rum. Ich hätte noch ein paar Bienenstöcke, aber nur, wo vermutlich nur reine Dekoration hier. Das Tor hier geht nicht zu, das ist einfach nur so hingestellt. Treibstofftank, ne? Und sonst habt ihr hier eigentlich nichts mehr. Ich denke, wenn ihr das hier alles kauft, dann könnt ihr hier praktisch, ja, ihr könnt es hier praktisch kaufen. Ich habe jetzt nur nicht genug Geld. Das macht jetzt aber auch nichts. Genau. Ja, gehen wir mal ein bisschen in den Wald rein. Gucken wir mal. Zunächst einmal will ich euch noch zeigen, was das hier ist. Das ist nämlich auch eine nette Sache. Da müssen wir wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Wir gehen hier durch den Wald durch und gucken mal, wo wir hier rauskommen. Genau, hier müssen wir rüber. Wie gesagt, es gibt Feldwege hier durch den Wald oder Waldwege. Und was habt ihr hier? Das nächste Mal laufen hier Personen rum. Das ist auch ein bisschen Dekoration hier. So ein, ja, Ruhepunkt hier. Kann man runter gucken. Vor allem außenrum sieht halt richtig gut aus. Ne? Mit dem Nebel. Das hier sieht nach einer Tannenschonung aus. Da sind wohl Tannen gepflanzt worden. Ich gehe es mal davon aus, dass die noch wachsen. Ne? Das sind überall Tannen. Hier habt ihr überall Steine am Hang dran.
Und für mich sieht es eher, wie gesagt, aus wie eine Tannenschonung hier, die ganze Fläche. Auch eine feine Sache, hier schwebt was in der Luft. Was auch immer das sein soll. Was ist das? Oh ja, interessant. Hier schwebt ein Reh. Okay, es schwebte. Ja, es ist weg. Ja, okay. Gut, nicht weiter schlimm. Wir können auch mal hier schön die Lok aufmachen. Ihr habt hier auch keine Fehler drin. Ja. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter, damit ihr hier was seht. Und suchen uns mal kurz einen Weg, auf dem wir auch bleiben können. Hier ist jetzt gar keiner vorhanden, hier hinten, sehe ich gerade. Dann müssen wir in die Richtung wieder gehen. So. Gucken wir mal. Gehen wir einfach mal hier in den Wald rein. Da oben war ein Weg. Gehen wir auf den oberen Weg. Dann kommen wir hier wieder auch wieder raus. Ihr seht, hier geht schon ziemlich steil hoch. Und hier war doch tatsächlich kein Weg. Ich dachte, hier war ein Weg. Okay, mal wieder ein bisschen durcheinander hier die Sache. Wir gehen mal hier rüber. Schauen uns mal noch kurz die Felder an hier. Hier haben wir zum Beispiel ein, das müsste eigentlich ein Grasfeld sein. Ne? Eine Wiese hier. Ha, hier kleine Trampelpfade, die dann durch den Wald gehen. Da könnt ihr dann aber auch drauf fahren. Hier hinten haben wir die Map-Grenze erreicht. Gehen wir also weiter zurück. Gehen wir hier weiter rüber. Also von dem her ist das doch eine schöne Sache. Vor allem für die, die halt Forsch betreiben wollen, sind hier genau richtig. Hier kommen wir wieder zurück zum, ich sag einfach mal Lager, ne? Zum Fahrzeughändler und so weiter. Nachher gibt es dann auch noch ein Schild. Wer es übersetzen kann, kann sich das mal übersetzen. Ich kann es nicht, ne? Ist ja nicht auf Deutsch da. Wir gehen mal jetzt hier rüber. Da haben wir schon das nächste Feld hier am Start. Hier drüben. Und ja. Hier sind auch wieder Schilder dran. Wir können uns mal die Schilder mal kurz genau angucken. Ne? Kilometermäßig steht was dran. Wir haben auch hier nochmal Felder. Gleich auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind auch noch Felder versteckt. Wir können auch mal ein Stückchen höher gehen. Auch hier sind wir Bienenkörbe. Aber vermutlich bloß die reine Dekoration. Meine Vermutung. Ne? Hier drüben. Nochmal zwei Felder hier. Also im Endeffekt ist es hier Karte eigentlich für jeden hier gedacht. Da könnt ihr. Ne? Jeder hat da mit Sicherheit seine Freude dran, hier ein bisschen Wald, ein bisschen Forst zu betreiben. Beziehungsweise auch ein bisschen normal. Ja, was hinzusetzen. Hier übrigens die Map-Grenze. Haben wir allerdings keinen Weg mehr hier. Was mich gerade ein bisschen wundert. Obwohl er auf der Karte drauf ist. Wir gehen mal ein bisschen höher hier die Sache. So, von oben sieht diese Sache jetzt so aus. Hier drüben ist alles noch Grenze. Na, also von dem her, da habt ihr schon ein paar Felder, die ihr dann bewirtschaften könnt. Hier hinten haben wir auch noch welche. Hier unten praktisch dann. Hier auch überall verbunden mit Waldwegen hier. Wir können auch mal wieder runtergehen ein bisschen. Auch hier sind übrigens im Wald Personen unterwegs hier. Ups. Hier, ihr seht es ja. Hier mal ein bisschen eine abgeholzte Fläche, wie es aussieht. Hier hinten dann nochmal eine, ja, ich würde sagen, fast Grasfläche. Genau. Und auch überall hier im Wald praktisch so mit Steinen. Dekoriert die ganze Sache. Da kommt er eigentlich, müsste da eigentlich relativ gut überall durchkommen hier. Mit den Fahrzeugen hier. Ne? Und wenn es nicht passt, dann macht er einfach einen Baum weg. Dann hat er schon wieder ein bisschen mehr Platz hier. Hier habt ihr dann auch nochmal eine Fläche. Also ich denke, das passt soweit hier. Keine Fehler, die Karte zumindest habe ich keine gesehen. Hier haben wir nochmal Schilder hier. Wir können mal runtergehen nochmal. Upsala.
Na, hier sind Schilder. Hier gehen Leute spazieren im Wald. Die passen zwar nicht ganz zu den Waldarbeitern Outlooks, Outlooks, ja klar. Klamotten, ne? Aber egal. Ja, dann würde ich sagen, viel mehr zeigen kann ich euch eigentlich hier nicht, weil schlussendlich ihr habt eh bloß Wald hier, oder größtenteils halt. Und würde ich sagen, wenn ihr die Karte wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, da könnt ihr sie runterladen. Und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen oder ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen und dann wird man sich beim nächsten Mal wiedersehen, wiederhören natürlich. Bis denne, macht's gut und ciao.